Moin Moin und hallo meine Freunde, herzlich willkommen hier auf Gäste-LP hier auf YouTube. Ihr seid jetzt Teil von meinem ersten On-Demand-Teil des Live-Let's Plays, so wie ich das ja jetzt in Zukunft immer machen werde. Ich streame parallel auf Twitch und nehme für euch auf YouTube auf. Es ist eine ganze Weile her, dass wir The Messenger gespielt haben. Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr so ganz sicher, wo wir jetzt überhaupt sind und was wir als nächstes machen müssen. Geschweige denn, wie das alles so funktioniert. Von einem wunderschönen Sonnenuntergang wird ein Blumenbeet zum zweiten Mal seinen Zweck erfüllen. Richtig. Haben wir die Samen denn schon gefunden? Nee, doch, Sternsaat. Finde ein Blumenbeet und dann warte ein paar Jahre. Gut, das Blumenbeet war meines Erachtens die guten alten Wortfindungsschwierigkeiten, ihr kennt das von mir. Im Ninja-Dorf. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier nach ganz links, richtig? Richtig. Gut, und dann wollen wir das einfach mal machen. Ich hoffe, es ist nicht... Okay, Movement hat er komplett verlernt. Oh Gott, ist das schlimm, Freunde, wenn man lange nicht gespielt hat. Bye. Es tut mir leid für meine Inkompetenz. So. Dafür mache ich auch die erste Folge ein bisschen länger versprochen. Soundtrack ist natürlich nach wie vor großartig. Gott, ich sehe das schon wieder ganz böse kommen, wenn ich wieder meine ersten Speedrun-Versuche mache nach der langen Pause jetzt. Absolut inkompetent. So. Da müssen wir jetzt gleich im Ninja-Dorf angekommen sein.
Hast du hier Du bist natürlich in der Vergangenheit im Nenia-Dorf ankommen, weil der Samen muss ja erstmal sprießen. Dementsprechend hatten wir, glaube ich, da vorne eine kleine Möglichkeit, in die Vergangenheit zu gehen. Ja, hier. Ah, und hier ist auch unser Maestro, genau. Du hast zwar die Saat, doch es würde Jahrhunderte dauern, bis daraus eine Pflanze gewachsen ist. Nur eine Dose Sternentee kann deinen Verstand auf die Gabe des Sehens vorbereiten. Und ich war mir so sicher, dass wir jetzt hier richtig sind. Ach, genau, die Gabe des Sehens. Verdammt. Ich glaube, da bleibt uns nicht viel anderes übrig, als einmal zu unserem Kumpel zu gehen. Und uns mal einen Tipp zu holen. Ansonsten weiß ich jetzt gerade nämlich auch nicht wirklich weiter. So, das können wir hier unten erledigen. Ein Tipp. Ich verstehe die Prophezeiung nicht. Vielleicht kann ich helfen. Was hat der Prophet gesagt? Vor einem wunderschönen Sonnenuntergang wird ein Blumenbeet zum zweiten Mal seinen Zweck erfüllen. Wow, kaum zu glauben. Ich glaube, so wird gegen die Stimme, ne? Für 300 Zeitscherben kann ich die Kristallkugel benutzen und dir den Ort auf der Karte zeigen. Ja. Oh, okay. Felseneinöde. Gut, dann soll es also in die Felseneinöde gehen. Wie kommen wir denn da mal am blödesten hin? Und zwar vom Federpilzsumpf. Oder von der Gletscherspitze. Dann gehen wir von der Gletscherspitze dahin. Ich weiß nicht, wo wir da jetzt rauskommen, aber... überhaupt schon? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier ganz runter, ne? Ja. Aber hier waren wir doch noch nicht, oder? Not that I know. So. Und immer weiter runter. Hohohoho.
Boah, Schwein gehabt. Oh. Stelle mich halt gerade super dämlich an. So, ich muss aber weiter runter, richtig? Ja. Viel weiter runter. Ist unser Dude immer noch gefangen? Au. Ja, dämlich. Okay, krass. Das klingt auf jeden Fall mega interessant. Frag ein Medium. Ach shit, und du erinnerst mich gerade an was. Ne, das machen wir in der nächsten Folge. Ich wollte für die Live-Let's Plays machen, dass sich der Chat hin und wieder resettet. Weil das, glaube ich, Sinn machen würde. Ach, come on. Mann! Oh, wie ich halt einfach super schlecht geworden bin, ey. Jawollo! Nice! Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte ich hatte, aber ist schon echt geil, das Spiel. Also, das gefällt mir auch richtig gut. So ein bisschen so Geheimtipp-Style. Ach ne, hier komme ich ja runter. Oh Mann! So, wo muss ich weiter? Links. Wo? Haha, lol! Welche Insel warst du?
Jo, zu Felsen ein wieder runterklettern. Oh krass, das klingt auf jeden Fall nice. Ja, das macht doch nichts, das ist... Ja... Ich weiß, dass es lange dauert, bis da etwas wächst, aber... Ich soll doch hier hin. Schon. Ach, bitte. Ach ja, es dauert lange, bis da was wächst. Ja, natürlich. Ich gehe da jetzt hin, pflanze die useligen Samen und dann... Come on, ey. Och, Alter, ey. Wie bitte? Das gibt's kleiner. Kann ich eine Ecke von eurem Blumenbeet benutzen? Ich habe da eine Saat, die ich pflanzen will. Warum nicht? Hast du irgendwelche Bedenken, Koloss? Ich wusste es. Nur zu, Kleiner! So. Jetzt müssen wir wieder runter. Mann. Geht mir jetzt mal gleich mal nicht mehr auf den Zünder. Das nehme ich natürlich noch mit. So, und jetzt können wir nämlich hier hoch. Oh. Boah, Dude. Oh Mann. So, jetzt müsste es nämlich gewachsen sein. Jawoll, die Sternteeblätter. Geilon. Der älteste Ninja sollte wissen, was man damit anfangen kann. Gut, ich hoffe, da oben geht es am schnellsten hin. Mann. Oh. Mann. So, wir müssen jetzt wieder ins Ninja-Dorf. So, der Le. Und das geht ja am schnellsten hier drüber.
gleich sind wir da. Richtig. Kam hier noch mal was? Ich hoffe. Nö. Habe ich das denn eben gemacht? Hui, was eine durchwachsene erste Folge nach der langen Pause, meine Herren. Zum Weg zurück. Ja, den ganzen ja nicht. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ach, komm mal. Da hinten gleich ankommen, dann muss ich ja in die Vergangenheit wechseln. Och Mann. Genau. So, wenn es gut läuft, gibt der Kollege uns jetzt die Gabe des Sehens. Willkommen, junger Abenteurer. Sei gegrüßt, Ältester. Ich hab die Teeblätter. Ich bin beeindruckt. Es scheint, du bist jetzt Herr über die Zeit. Ah, endlich kann ich wieder Sternentee kosten. Du hast deinem alten Mann eine große Freude bereitet. Vielen Dank. Leb wohl, tapferer Messenger. Ja? Du solltest mit dem Thema einen Verstand erweitern und mir die Gabe des Sehens verleihen. Ah ja, die Gabe des Sehens. Verzeih mir. Der Verstand wird mit dem Alter fehlbar. Hier ist eine Kerze für dich. Danke nochmal für den Sterntee. Ich hoffe, du findest eine sinnvolle Verwendung für die legendäre Macht der Wachskerze. Ja, vielen Dank.
Klasse. Geiler Dude, ey. Oh Mann, ey. Dieses Spiel, ey. Das gibt's gar nicht. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall die Gabe des Sehens und jetzt können wir nämlich in die dunkle Höhle. Das heißt, runter in die Katakomben und runter da. Da müsste hier auch das Ding weg sein. Ja. So, wie kann ich jetzt schnellstmöglich in die Katakomben? Ja, ich muss hier lang, oder? Hier runter? Nee. Nee, genau. Dann werden wir jetzt nochmal bis zum bis zur Höhle spielen und die Höhle gibt's dann im nächsten Teil. Abwärts. Sieht gut aus. So, und hier vor der, am Eingang zur Gruft mache ich für diese Episode Schluss hier auf YouTube. Für den Twitch-Chat geht es natürlich noch weiter. Aber für euch soll es erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare und bis zur nächsten Folge The Messenger hier auf Gerste-LP.